Netflix! No, Netflix! Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt einen neuen Song von Oxy. Und dazu natürlich ein Videoclip. Und diesen schauen wir uns auf jeden Fall zusammen an. Ich habe seit letzter Woche Freitag Corona und habe mich noch nicht so richtig erholt. Also mein Körper ist auf jeden Fall erschöpft. Ich werde trotzdem mir Mühe geben. Ich werde mich trotzdem versuchen zu konzentrieren, um den Track zu verstehen, ja. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich nicht alles verstehe. Des Weiteren, ich habe jetzt zwei Telegram-Gruppen. In der einen Telegram-Gruppe können wir eine Diskussion führen. Dort könnt ihr aber auch eure Songs posten. Und in der anderen Gruppe werden wir eure Songs voten lassen, ja. Und ich habe diese Gruppen extra gemacht. Das ist kein Byte oder so, ja, da werde ich auch keine Werbung reintun in diese Gruppen, nix. Diese Gruppen sind extra dafür da, weil ihr postet sonst Songs in die Kommentare und diese Songs kommen nie so richtig bei uns an, weil zu viele Kommentare sind. Deshalb gibt es diese Gruppe. Okay? Und wir versuchen, diese Gruppe zu pflegen. So. Ja, ansonsten vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und einen Kommentar da zu lassen. Wir hören uns mal den neuen Song von Oxy an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr gespannt. So. Ja. Okay. Okay. Vor einer Stunde ist der Song rausgekommen. So. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde auch zwischendurch auch hier so ein bisschen den Text lesen. Издание «Фонтанка» опубликовало список запрещенных песен Оксимирона экстремистским материалом. Комитет поручил проверить деятельность Оксимирона. Политический Оксимирейдер уже давно. Артист попал во все черные списки. Давать концерты в России он просто не смог. В общем, почему и зачем Оксимирон вернулся? Ja, das glaube ich, haben viele mitgekriegt. Ja, es wurde viel über Oxy berichtet, auch nachdem er seine Tour gestartet hat. Die RAF-Tour, ja, Russian Against War-Tour. Da wurde viel über Oxy geredet und es wird immer noch über ihn geredet, ne? Ah, das ist halt so. Keine Panik. Ой, да замерите дом, ой, да поселитесь дом. Oha, wow. Hammerhook, Hammerhook. Richtig schöne slawische Atmosphäre. Okay. Замерите дом, ой, да поселитесь дом. Die Frau, die das singt, kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, die hat schon mit Oxy was gemacht. Wenn ich mich nicht täusche. Приманка — это яд, сто чертели сверх идей. Говорят, начни с себя, я убил в себе империю. Хозяин бы ограбит нас не... Moment. Ich habe was anderes noch gesehen. Sekunde, ich will das nochmal. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert, der Satz mit dem Imperium? Das erinnert mich an hier, an Satyr. Das erinnert mich total an Satyr. Ja? An seine Parodie. Da hat er, glaube ich, mal gesagt, sowas wie: Dadurch, dass du dein Talent vergeudet hast, hast du dein Imperium zerstört. So, wisst ihr, was ich meine? Eigentlich, glaube ich, geht es darum, dass, glaube ich, das Label Imperium oder so zugemacht hat, wenn ich mich nicht täusche. Aber irgendwie erinnert mich das an die Zeile von Satyr. Приманка — это яд, сто чертели сверх идей. Говорят, начни с себя, я убил в себе империю. Хозяин бы ограбит нас не выйти. Er hat sein Tattoo quasi übermalt, ne? Verstehe ich das richtig, ja? Okay. Селить никак. На нашем флаге белый снег и синяя река. Эстрада больна, рядом война. Пляшут канкан за говна пирог. Ich habe gehört, er ist ja wieder zurück nach Russland gekehrt. Aber ich habe auch gehört, dass in Russland das Wort Krieg verboten worden ist. Ne? Das ist ja das Wort, das jetzt dort benutzt wird, heißt ja Spezialoperation. Nicht, dass die ihn ins Gefängnis stecken, genauso wie Nawalny. Вам баблгам, я назад в андеграунд. Посылавкам, кала-кала. Okay, okay.
Ihr redet über den TV, der alles vorkaut. Wie so ein Kaugummi, ja? Immer wieder dasselbe, okay? Где мой дом, где мой старый дом? Колдуном проклят старый дом. Ходит ходуном, под горой кает старый гном. Старым кадыком нас пугает. Das war, glaube ich, ein Bezug auf Gorgorgat, Gorgorat. Ihr wisst, was ich meine. Ядерным грибом, ах, старику, что лагает кровь чужих сынов, черт, старый дом пересоберем. Ой, да заберите дом, ой, да поселитесь в нем, ой, да подаритесь в нем, а мы пересоберем. Ой, да заберите дом. Ich glaube, das versteht man hier sehr gut, ne, die Position. Also auf jeden Fall vertritt er hier eine politische Position, das ist klar. Das habe ich habe mir das wirklich gedacht, dass wenn er jetzt einen Song rausbringt, wird das ein Song sein, wo er auf jeden Fall eine Position bezieht, und das tut er ja hier. Er war ja davor schon gegen den Krieg, deshalb gab es auch diese Tour und so weiter und so fort. Viele haben ihn dafür kritisiert und kritisieren ihn heute auch noch wegen diesem Vorgehen, was seine Entscheidung war. Das hat er gemacht, und dahinter steht er auch, und das ist auch gut so, dass er dahinter steht. Deshalb, ich habe das ehrlich gesagt erwartet, dass genau so ein Song kommt. Ah, genau, ich glaube, dieses... Wo war das? Genau, das Foto, glaube ich, hat man oft schon im Internet gesehen, ne? Das Foto, glaube ich, hat man oft im Internet gesehen. Ich glaube, einige Fans haben ihn dabei gesehen, wie er dieses Video hier gedreht hat. Леденец от Вилли Вонка, кровавый карамелька, ю в слезе у бинго-бонга. А нам головоломка, что на помойку, а что в котомку. А хули культура, значит пересборка кубика, рубика, шар крутится, крутится, канут трюфель. Визуэл auch sehr schön, gefällt mir visuell sehr stark, aber der Text ist auch gut. Es gibt einige Zeilen, die verstehe ich nicht so ganz hier, ja. Auch mit diesem Winnie Wonka, ne? Also mit dem Herr Winnie. Ich weiß gar nicht, wie man das interpretieren kann. Kann man eigentlich das so sagen, dass man das Süße des Geldes geschmeckt hat, aber dadurch, dass dieser Krieg zwischen Ukraine und Russland, der gerade stattfindet, dazu geführt hat, dass viele Investoren Russland verlassen haben, dass nicht mehr so profitabel ist, in Russland Geld zu verdienen. Kann ich das so? Ich will das jetzt nicht falsch interpretieren, aber so klingt das für mich. Ja? Wer den Film von Winnie Wonka kennt, ja, das ist ja eigentlich nichts anderes als, da gibt es ja diese zwei Welten, ja, zwischen Wonka, der Süßigkeiten herstellt und eigentlich immer alles hat, und die andere Seite zwischen diesem armen Jungen, der versucht für 10 oder 1 Dollar oder so eine Schokolade zu kaufen. Also das ist halt so diese zwei Welten. Суд не будешь дыркой от публика, человечи судьбы в дыму. Это капельки в бульбике, жены публики честно берут на патриках туфельки. И бизнес as usual. Okay, wir Menschen sind so quasi wie... Wie kann man sagen? Wie der Staub im Wind, ja? So beschreibt uns gerade Oxy quasi, ja? Das Ganze. Okay. Also hier vertritt Oxy einfach seine Position. Das ist halt so... Ja, doch. Er vertritt auf jeden Fall hier sehr stark seine politische Position. Das ist halt so das Ding. Dresscode, casual, Загар южный, эпиляция в зоне бикини, чистка в зоне оккупации, но только не отмыться в море, сколько не купаться им. Фанаты не забывают о трубадуре. Verstehe ich das richtig? Hier redet ihr über Krim, oder? Ich frage mich nur eines. Der ist ja, ich habe gelesen, der ist zurück nach Russland. Und jetzt haut er so einen Song raus. Kriegt er da nicht Probleme?
Das ist die Frage. Передаю привет Sky прокуратуре. Воздушный поцелуй красивым кисом на обводный. Ингрия будет свободной. Hook ist einfach super. Also dieser slawische Tonus, ja, ich kann gar nicht das so richtig erklären, ja. Finde ich schön. Ich glaube, das bleibt auch im Ohr, dieser Hook. Kult eats that. Mich würde interessieren, was ihr davon denkt. Also was ihr davon haltet jetzt von diesem Song und natürlich aber auch von der Position von Oxy. Ja, das würde mich sehr interessieren. Ich finde, er vertritt seine Position sehr stark und er sagt seine Meinung dazu und das ist auch gut so. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt ins Bett. Tschüss.